Wir haben jetzt gerade sozusagen von Undino gehört, wie ausufernd und weit das ist, sozusagen wie wenig eigentlich erforderlich ist für einen Anfangsverdacht. Und auf der anderen Seite ja das Problem, dass mit, also bei 129, dass damit gleichzeitig verbunden natürlich ein riesiges Fass an Ermittlungsbefugnissen dann eröffnet wird in den staatlichen Verfolgungsbehörden. Als nächsten Referenten haben wir jetzt Tim da. Tim setzt sich mit den technischen Aspekten der Überwachung auseinander. Und er nennt das, was er machen will, sozusagen digitale Selbstverteidigung. Und was ein Ziel seines Vortrags ist, mit den Überwachungsmythen aufräumen. Nachdem wir jetzt sozusagen durch Undine so ein bisschen das Fass aufgemacht bekommen haben und auch vielleicht, naja, das ist bei diesem Thema mir oft so, erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit, Machtlosigkeit und Angst sich vielleicht irgendwie erstmal im Raum macht, kann Tim das hoffentlich so ein bisschen wieder einhegen. Dankeschön. Ja, ja, vielen Dank. Willkommen zu meinem Input, die technische Dimension der Überwachung. Ja, fangen wir an mit der Einleitung. Erstmal, was ist dieser Input? Das ist ein Versuch, mein Versuch, einen kurzen Überblick zu geben über das, was es so gibt an möglichen Überwachungsmaßnahmen aus einer technischen Perspektive. Was ist es nicht? Es ist auf jeden Fall keine Anleitung, sich davor zu schützen. In Anlehnung an meinen ersten Vorredner möchte ich auch sagen, ich bin ja auch relativ unverhofft gelandet, relativ kurzfristig. Ich bitte den geringen Meme-Gehalt meines Inputs zu entschuldigen, der ist normalerweise höher, dafür war einfach nicht die Zeit. Ja, noch ein paar Disclaimer vorab. Ich bin kein Jurist, anders als meine Vorrednerin. Das heißt, wenn ich irgendwas Rechtliches sage, verzeiht mir, wenn es falsch ist, wenn ich Straftatbestände falsch bezeichne, whatever. Ich mache das wirklich nur, wo es notwendig ist. Ja. Nächster Disclaimer, das Themengefeld ist geprägt von einer super großen Intransparenz und Deutschland-Klassisch-Föderalismus. Das heißt, gerade wenn es um Statistik geht, um so ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln, okay, wie groß ist das Thema, wie oft wird das gemacht, hat man super viel Intransparenz insofern, dass bei manchen Behörden es einfach eine Verschlusssache ist oder nur für Dienstgebrauch oder whatever. Auf jeden Fall wird es nicht rausgegeben. Manche Länder führen gar keine Statistik, weil wozu auch? Und Föderalismus halt, dass auch jedes Land, wie ich gerade schon sagte, sein eigenes Ding macht. Manche machen Statistik, manche nicht. Manche nutzen andere Möglichkeiten, andere Tools, gerade wenn es um die digitale Datenverarbeitung geht. Und ja, zu guter Letzt unterliegt das Themenfeld auch einem ständigen Wandel. Es gibt so ein ständiges Hin und Her, was jetzt eigentlich legal ist, was nicht. Gerade bei der digitalen Datenverarbeitung dann im Anschluss an solche Verfahren. Da gehe ich auch später noch ein bisschen drauf ein, was es da so Neues gibt, was so in den letzten Wochen erst dazu gekommen ist. Und ja, dann noch die Struktur des Inputs. Erstmal stellen wir uns kurz die Frage, wer wird eigentlich überwacht? Wer überwacht? Dann, wer wird überwacht? Warum wird überwacht? Wie kommt man da eigentlich rein? Warum passiert sowas? Auch wenn das schon zu großen Teilen ganz gut beantwortet wurde von meinen Vorrednerinnen. Und wo wird eigentlich wie überwacht? Also in welchem Lebensbereich sehe ich mich welchen Überwachungsmaßnahmen gegenüber? Und da ist die erste Frage, ja, wer überwacht eigentlich? Das habe ich hier gegliedert in Behörden und private Unternehmen. Bei den Behörden haben wir natürlich zuallererst die Polizei. Dann haben wir in Deutschland auch die Geheimdienste, große Publikumsinteraktion. Wie viele Geheimdienste hat Deutschland? Wer weiß es? 17. Es sind 19. Es sind 16 LKAs, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, ein Bundesamt für Verfassungsschutz, der MAD, der Militärische Abschirmdienst und der BND. Und ich glaube, dann habe ich keinen vergessen. Zusätzlich noch der Zoll. Zoll ist so eine Sache, da ist zum Beispiel auch Verschlusssache, einige Maßnahmen. Und dann haben wir noch Privatunternehmen. Das sind zum einen die regulären Unternehmen. Das sind einfach normale Wirtschaftsunternehmen. In der Regel
was da mit reinfällt, sind halt Unternehmen, die irgendwas mit Internet machen, weil da ist davon auszugehen, dass sie euch so viel überwachen, wie geht im gesetzlichen Rahmen, manchmal auch so ein bisschen darüber hinaus. Einfach erstmal alles mitnehmen und im Kontext von Strafverfahren ist immer davon auszugehen, dass im Zweifel da die Behörden rankommen. Google hat da zum Beispiel eine Tabelle, was sie so erfassen und im Zweifel an Behörden weitergeben. Und im Prinzip ist es alles, was sie haben und es ist eine ganze Menge. Und dann haben wir noch private Überwachungsdienstleister. Das sind so Unternehmen wie Cellebrite oder die NSO Group, die den Staatstrojaner Pegasus verkaufen oder auch Digitask, was ich erst in der Recherche hierzu kennengelernt habe. Das war ein hessisches Unternehmen und die wurden damals für den ersten Staatstrojaner beauftragt. Wer wird eigentlich überwacht? Das sind im Kontext von regulären Unternehmen grundsätzlich erstmal alle User, die so haben. Bei Wirtschaftsunternehmen, bei Behörden sind es primär Beschuldigte in Strafverfahren, gegebenenfalls ihres Umfeld. Manche Methoden, die da angewandt werden, sind halt eher wie so ein Schleppnetz, was Daten angeht. Das heißt, da wird erstmal alles mitgenommen und dann wird aussortiert, was man braucht. Warum wird überwacht? Ja, was sind das eigentlich für Schwerverbrecher? Warum kommt es dazu, dass sie überhaupt überwacht werden? Da habe ich zwei kleine Beispiele mitgebracht. Das ist zum einen die letzte Generation. Die kleben sich auf Straßen, nötigen Leute und sind natürlich eine große Gefahr für die Allgemeinheit. Da gab es auch ein Verfahren gemäß § 129. Da wurden diverse Handys abgehört, unter anderem deren Pressehandy, mit dem sie Pressekontakte aufgenommen haben und wurden auch Hausdurchsuchungen durchgeführt. Und zum anderen haben wir als Beispiel, ich habe leider kein gutes Foto gefunden, das ich bedenkenlos nutzen konnte von den Lizenzen her, es tut mir sehr leid. Die Tag X-Demonstration in Leipzig. Tag X, das war der Tag der Urteilsverkündung im Prozess Lina E. Dort wurden dann Menschen gekesselt in einem der größten Kessel der Geschichte der Bundesrepublik, 1321 Menschen, und dann pauschal des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall beschuldigt. Die einzigen beiden Menschen aus diesem Kessel, die herausgekommen sind, sind die zwei Kinder, die dort mit drin waren über Stunden. Und es wurden so um die 400 Handys beschlagnahmt. Die Zahlen dazu genau, die schwanken, aber es wurde auf jeden Fall eine Menge Handys beschlagnahmt und dann erstmal ausgewertet. So, ja, wo wird wie eigentlich überwacht? Da haben wir zuerst einmal den öffentlichen Raum, hier illustriert durch den Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist tatsächlich auch recht gut überwacht. Da haben wir als erste Überwachungsmethode natürlich erstmal die Videoüberwachung. Videoüberwachung ist in Berlin ein ganz großes Ding. Ich habe so ein bisschen versucht, den ganzen ganzen Input auf Berlin anzupassen. In Berlin ist sofern interessant, was Videoüberwachung angeht, dass 100% aller Fahrzeuge der BVG videoüberwacht sind. Also komplett durch die Bank weg. Da sind sie auch ganz stolz drauf in ihrem Sicherheitsreport. 100% Bahn, Bus, U-Bahn, whatever. Und diese Videos werden erstmal 48 Stunden vorgehalten und gegebenenfalls an Behörden weitergegeben, wenn Bedarf besteht. Je nach Schätzung oder Erhebung hat Berlin zwischen 27.000 und 40.000 Überwachungskameras im gesamten Stadtgebiet. Das macht, wenn man mal wie bei so einem Themenfeld eigentlich ganz gut ist, man die größte Schätzung nimmt, macht das so ungefähr 11 Kameras auf 1000 Einwohner. Das setzt Berlin solide auf Platz 2 in dieser Metrik in ganz Europa. London schlägt nichts, aber das ist trotzdem kein guter Wert. Und jetzt, vor wenigen Wochen, ist bekannt geworden, dass die Polizei sowohl in Berlin als auch in Sachsen Videokameras einsetzt, die automatisiert Gesichter erkennen können. Gab es vor ein paar Tagen erst den Artikel auf netzpolitik.org zu. Vor ein paar Wochen ist es bekannt geworden. Und ja, das auch nochmal mit Blick auf was Undine erzählt hat, zu wenn da mal ein komisches Auto auf der Straße steht. Für sowas kann es auch eingesetzt werden.
Dann haben wir natürlich noch die berühmt-berüchtigte Funkzellenabfrage. Dazu auch eine kleine Statistik, das wurde ja schon mal grob vorgestellt. In Berlin in 2021 gab es 620 Abfragen. Davon wurden bei 4.111 Datensätzen auch die Anschlussinformationen ermittelt. Das heißt, wem gehört das eigentlich, die Nummer? Und insgesamt wurden über 100 Millionen Datensätze erhoben in nur einem Jahr und das auch nur in Berlin. Das ist eine ganze Menge und eigentlich muss man darüber informiert werden. Berlin hatte da als erstes Bundesland auch ein sogenanntes Transparenzsystem dafür, wo man sich datensparsam anmelden konnte und dann informiert wurde, ob man in so eine Funkzellenabfrage reingeraten ist. Das war super gut, das hat funktioniert und wie es mit so vielen schönen Dingen ist, dann kam die CDU an die Macht und dann wurde es Anfang des Jahres abgeschaltet, weil es einfach kein Interesse mehr daran gab und dann war es weg. Außerdem im öffentlichen Raum hat man noch GPS-Tracker, die werden meistens am Auto angebracht. Da gibt es auch Infografiken für, wo die Polizei eigentlich gerne oder andere Behörden gerne GPS-Tracker am Auto anbringt. Bei neueren Autos ist aber das Witzige, dass das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, weil viele von diesen Autos haben auch eine SIM-Karte. Du kannst die auch so vollautomatisch mit über diese Funkzellenabfragen erfassen und tracken, wenn du da die entsprechende Freigabe hast. Und das ist super convenient, weil da muss nicht mal jemand hingehen und irgendwie eine Box verstecken und was auch immer. Also ist das was, was eher ein Auslaufmodell ist. Ja, dann haben wir noch Kontext Demo. Ist nochmal ein gesonderter Fall. Natürlich treffen auch alle Beispiele aus dem öffentlichen Raum komplett darauf zu. Das ist hier ein Symbolbild aus Leipzig, auch aus den Antifa-Ost-Prozessen. Paar Tage vor Tag X. Da haben wir zum einen IMSI-Catcher, das ist jetzt ein DIY-Modell, kein kommerzielles, weil ich da keine guten Bilder gefunden habe. Aber so kann sowas aussehen. So ein IMSI-Catcher simuliert im Prinzip eine Funkzelle. Die Handys von den Menschen darum denken sich, oh geil, voll starkes Signal, ich buche mich mal darauf ein und dann fallen da halt eine Menge Daten an. Das sind dann sogenannte Verkehrsdaten. Es gab dann eine Recherche von André Meister und Ulf Burmeier zu. Das sind wohl, stand damals, 29 Datenfelder, die da in der Regel anfallen. Das sind dann Daten wie die E-Mail, was quasi ein Unique Identifier ist für euer Telefon, der auch nicht geändert werden kann im Regelfall. Und die IMSI, was an eure SIM-Karte gekoppelt ist. Gleiches fällt übrigens auch an bei der Funkzellenabfrage. Und ja, kurz dazu noch, es gibt auch WLAN-Catcher, da gibt es auch diverse Sachen, wie es genau funktioniert. Also was die Behörden da jetzt genau machen, ob das eingesetzt wird, da gibt es sehr wenig Offizielles zu. Zu IMSI-Catchern findet man auch diverse Warnungen von irgendwelchen Demo-Netzwerken, whatever. Bei WLAN-Catchern ist das alles so ein bisschen schwammiger, aber es wird wohl auch eingesetzt. Das nutzt dann meistens die WLAN-Probe-Requests. Im Prinzip versucht dein Handy sich die ganze Zeit, euer Handy sich die ganze Zeit mit bekannten WLAN-Netzwerken zu verbinden und sendet da immer Requests raus. Und aus den WLAN-Netzwerken, mit denen es sich da versucht zu verbinden, kann man relativ schnell ein eindeutiges Muster bekommen. So, Videoaufnahmen auch auf Demos gibt es dann durch spezielle Teile der Polizei, die da gemacht werden. Hier auch ein Symbolbild, das ist aus Dresden. Da birgt natürlich auch die Gefahr von einer automatisierten Erfassung von Menschen, die da drauf sind, auch wenn es das meines Wissens noch aktuell noch nicht gibt. So, dann, aber was ist denn eigentlich gut? Das ist alles draußen. Was ist denn eigentlich, wenn ich bei mir zu Hause bin? Da ist doch alles gut. Gut, ihr wisst jetzt schon, dass es nicht so ist, weil Undine es euch schon gesagt hat und Fritzi. Aber kurzer Moment, um zu appreciaten, wie schön dieses Bild ist. Also bei Mensch, ärger dich nicht, fühle ich mich immer sofort zu Hause. Deswegen habe ich das auch gewählt. Und so die Hauptmaßnahme ist quasi die Hausdurchsuchung, die da oft zum Einsatz bekommt. Das ist jetzt viel Text. Lasst euch nicht ablenken. Das hängt auch da drüben an der Tür, bei der Schleuse. Das könnt ihr alles lesen, wenn ihr nachher nach Hause geht. Aber es ist eigentlich eine sehr schöne Grafik und auch eine super praktische Überleitung über zu bedenke mögliche Abhöranlagen. Im letzten Punkt auf diesem
meist als Sticker ausgegebenen Design. Und da hat Undine euch ja schon vorgestellt, gibt es auch diverse Maßnahmen. Da kann zum einen akustisch überwacht werden, zum anderen auch teilweise, wie Undine aber auch schon meinte, nur in ganz seltensten Fällen auch mit Video. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Auto. Das habe ich da jetzt quasi einfach mit reingefasst. Und dann kommen wir noch zum quasi letzten und auch einem der größten Punkte, Telekommunikation. Man hat ja auch immer so ein Handy dabei, wie dieser nette Herr hier. Und dann macht man damit auch Dinge. Und so ein Handy, da ist ja auch super viel drauf. Da läuft ja heutzutage gesamte Kommunikation drüber, Fotos, whatever. Und wie wird so Telekommunikation eigentlich überwacht? Da gibt es im Prinzip drei Stufen. Das ist zuerst einmal die Telekommunikationsüberwachung, die sogenannte TKÜ. Das ist quasi so klassische Überwachung. Das heißt, da werden Telefonate abgehört, da werden SMS mitgeschnitten und auch Internetverbindungen mit abgehört. Das hat lange gut funktioniert. Das ist eigentlich solide. Und dann kamen so die 2010er Jahre und nach hat sich Verschlüsselung durchgesetzt. Für diverse Sachen. Google hat irgendwann angefangen, Verschlüsselung zu enforcen fürs Rating, was ja sowieso das Wichtigste ist für eine Webseite, wo sie in der Google-Suche landen. Und dann hat 2016 auch noch WhatsApp hierzulande, der beliebteste Chat-Service, Instant Messenger, whatever, angefangen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzuführen. Und das ist halt schlecht für Behörden, weil dann kommt man ja gar nicht mehr ran, kann man ja gar nicht mehr mitlesen. Was macht man? Man braucht die Quellenkommunikationsüberwachung. Das heißt, wenn die Kommunikation verschlüsselt ist zwischen beiden Kommunikationspartnern und nur die Kommunikationspartner die Verschlüsselung aufheben können und die Nachrichten lesen können, dann muss man vorher angreifen. Das heißt, bevor die Daten verschlüsselt werden, beziehungsweise nachdem die Daten schon entschlüsselt wurden, und das funktioniert nur auf den Geräten. Und da kam dann 2017 auch die Gesetzgebung für, dass man das darf. Und was braucht man dafür, das zu machen? Natürlich ein Staatstrojaner. Man muss irgendwie auf die Geräte kommen und das macht man, indem man halt Sicherheitslücken ausnutzt. Das nennt man dann Staatstrojaner. Und dann gibt es noch die letzte Stufe, das ist die Online-Durchsuchung, das ist was Ähnliches. Der Unterschied hierbei ist, dass die Telekommunikationsüberwachung quasi die laufende Kommunikation überwachen soll, beziehungsweise darf. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo abgehört wird, darf alles mitgeschnitten werden, ab diesem Startzeitpunkt und nichts davor. Ähnlich bei der Quellen-TKÜ, das heißt, die Behörden sind schon auf meinem Gerät und haben theoretisch vollen Zugriff auf alles, aber sie dürfen auch theoretisch nur das lesen ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich Zugang verschafft haben zu diesem Gerät. Gibt es viel Kritik zu, weil eigentlich, also man spricht auch von kleinen Staatstrojaner, von großen Staatstrojaner. Die Kritik liegt in der Trennschärfe. Wenn man einmal vollen Zugriff auf das Gerät erlangt hat, dann ist das relativ schwammig, ob jetzt noch die Online-Durchsuchung oder die Quellen-TKÜ, ob es das jetzt noch ist. Der Unterschied liegt, wie Undine schon illustriert hat, darin, wann was angewendet werden darf von rechtlicher Seite her. Und da wir jetzt in kürzerer Zeit als gedacht durch sind, habe ich noch ein kurzes Beispiel mitgebracht, das Undine auch schon angekündigt hat, das ich jetzt bei der Funkzellenabfrage nicht angebracht habe, und zwar dieser Sportgruppenfall. Das ist ein Härtebeispiel für die Funkzellenabfrage aus Dresden. Da gab es am 13. Februar 2011 Demonstrationen. Der 13. Februar 1945, das war der Tag, an dem die großen Bombardements der Alliierten auf Dresden angefangen haben. Und rechte Gruppen aus Dresden und eigentlich ganz Deutschland haben an diesen Tagen in Dresden immer ihr Heldengedenken gefeiert. Wie sich das gehört, gab es natürlich auch ordentlich Gegenproteste. Das heißt, da waren einige Leute in Dresden und dann hat die dortige Polizei erstmal in wenigen Tagen im Prinzip die ganze Innenstadt abgefragt an Funkzellen und dabei sind rausgekommen 900.000 Datensätze.
Da braucht, das ist schon eine ganze Menge für nur ein paar Tage, davon eine Viertelmillion, also eine Viertelmillion Rufnummern daraus. Und von dieser Viertelmillion Rufnummern haben sie sich dann nochmal von 40.000 die Anschlussinformationen geholt, also wem diese Anschlüsse überhaupt gehören. Das meinte ich auch so ein bisschen mit, das ist so das Schleppnetz, da wird erstmal alles eingeholt und dann der Beifang aussortiert. Das war damals der erste große Skandal im Kontext der Funkzellenabfrage, hat damals den Dresdner Polizeichef das Amt gekostet. Und mit diesem Beispiel schließen wir und ich sage, wie sich das gehört, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, trotz des deprimierenden Themas, dass euch das Bild von Markus Söder ein bisschen heiterer gestimmt hat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von mir. Die Zeit ist jetzt ja...